Tja, so ist es wahrscheinlich. Wäre er nicht aufgetaucht, upala, da hat's geleckt, dann wäre die Welt wahrscheinlich jetzt schon in Schutt und Asche gelegt. So, ich glaube, wir müssen raus, oder? Weiß es nicht. Meine Karte sagt soweit nichts. Greetings, Magilu's Menagerie. You've come to exactly the right place. You must be a Bloodwing. What do you want? You already know about the Code Red Demons, right? The really strong demons the Abbey wants gone? Yeah. Would you ever consider hunting them down for us? We'll reward you properly. Reward? Why pay us when the Abbey would do it for free? It's complicated. The Abbey is calculating in their deployments, especially where Code Red Demons are concerned. I get it. They'll only act if they determine the demon would cause more harm than the losses they'd incur in battling it. That does seem logical. But sometimes people have lost a loved one to such a demon. Or sometimes they have a connection to the person the demon used to be. Wherever there's a Code Red Demon, you can bet there are people willing to pay good money to have it killed. And let me guess, that's where the Bloodwings come in. Exactly. There are Bloodwings all throughout Midgant who have information on these Code Red Demons. If you defeat a demon and report back to my comrades, they'll make sure you're well compensated. All right, I understand. But I won't make any promises. That's fine. No sense in drawing up a contract when the hunter probably won't survive anyway. If you get results, let us know. We'll hold up our end. That being said, I'd feel guilty if I didn't help out at least a little, so here, take this. Those Bloodwings are definitely a rough crowd. To be fair, things are never that straightforward when you're dealing with demons. All that matters is that there's something in it for us if we hunt those Code Red demons. The only thing better than fighting formidable foes is getting paid for it. Just remember that these Code Red demons are tough enough to make the Abbey shiver. We'd be wise not to underestimate them. We should talk to those Bloodwings before considering any of the marks. They might have information that will help us prepare. Yeah, and we better remember to upgrade our equipment. Right. Inoff-Flaschen. Verwende eine Inoff-Flasche durch Drücken von L2, während du dich in einer Stadt oder auf freiem Feld aufhältst. Mit Hilfe der Inoff-Flasche wirst du direkt zum angegebenen Ort teleportiert. Du findest sie in Läden oder in Schatztruhen. Cool. Hey, Lafayette. What is it, Rokuro? Mabo Curry. Huh? Oh. You're an interesting one. You like Mabo Curry that much, huh? It smells good. And it's creamy and kind of spicy. Eating it made me feel nice. I'd say you love it then. Do all Malakim have such an appetite? Each has their own tastes. Some eat a lot, some eat a little. Just like humans or demons. What do you like, Aizen? Drinks, I suppose. What else? Pretty much just drinks. Don't you like anything else? Is it a problem if I don't? No. I'm just wondering. For me, it's drinks and candied sweet potatoes. That's where you boil strips of sweet potato in oil and then coat them in sugar, right? Yeah, I never get tired of them. So you like to drink, but you've also got a sweet tooth? Yeah. Is that so strange? No. Candied sweet potatoes? Sounds good. There's nothing to be ashamed of. It's just a sign that you're alive, remember? Right. Ach man, der Kleine ist so süß. So, wo muss ich eigentlich hin? Suche den verschwundenen Gelehrten entlang der Galles-Seestraße. Wo ist denn die Galles-Seestraße eigentlich? Es ist die Dannan-Fernstraße. Wartet mal, wie war das jetzt mit diesem Inoff-Flaschending? Ach, wartet mal, dafür muss ich ja irgendeine Taste drücken. Ah, hier. Sexon-Hafen, Südeingang.
Ja, das ist jetzt die Frage. Ich weiß jetzt natürlich mal wieder nicht, wo diese Galles Seestraße ist. Und ich sehe auch kein Sternchen. Ah. Da muss ich hin. Okay, dann wird das wahrscheinlich da oben raus sein. Yeah. Wir haben es gefunden. Oh, ich finde das cool, dass sie das so oft einsetzen. Bam. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, komm, euch zwei machen wir auch noch kaputt. Dann eben nur die Schlange. Passt. Jawoll. Ich habe noch gar nicht nach meinem Arzt geguckt, ne? Muss ich auch mal machen. Mache ich jetzt. Versprochen. So. Moment. Arzt. Sengende Schneide. So, ich mache jetzt hier wieder Selbstentscheiden rein. Wo ist das denn? Kriege ich denn Selbstentscheiden wieder da rein? Hihihihi. Ach so, einfach entfernen. So, dann habe ich nämlich jetzt hier unten immer Selbstentscheiden drin und hier kann ich mir andere Sachen reinmachen. So, mal gucken. Harscher Konter haben wir hier überall drin und Mondaufgang. Machen wir doch hier andere Sachen rein. Überschallstoß. Und Panzerspalter. So, warum ist das jetzt weiß? Das ist doof. Ach so, weil das verborgene Art sind, ne? Sengende Schneide ist auch... Naja, ist ja auch egal. Dann machen wir hier sengende Schneide noch rein. So. Passt schon. Ich habe da immer keine Ahnung von diesen Arts. Bam, 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 bam. Also es funktioniert aber, von daher. Sehr schön. Das Kämpfen funktioniert, kriegen wir schon hin. So, jetzt müsste es rein theoretisch hier weitergehen. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch? In Fort, solange das Reisen eingeschränkt ist, darf hier niemand durch. Auch nicht mit einer Erlaubnis. Das ist schlecht. Aber ich dachte, da wäre mein Ziel. Da soll ich doch hin. Da ist ja mein Sternchen. Oder ist das doch irgendwie da hinten? Vielleicht habe ich das ja auch falsch gelesen mit dem Sternchen. Vielleicht muss ich ja auch einfach da oben durch jetzt. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht so aus, denn die Soldaten sind, glaube ich, weg. Kann das sein? Kann es sein, dass die Soldaten weg sind? Jawohl. Hau ihn. Ja,
Der Einzige, der bisher kein mystisches Art macht, ist unser kleiner Luffy-Set. Vielleicht kann er ja auch gar keins machen. Kann das sein? Ja, er kann bestimmt noch eins machen, aber vielleicht jetzt im Augenblick noch nicht. Tatsache, die sind weg. Na, dann geht's hier einfach weiter. Aha, ein neues Gebiet eröffnet sich uns. Hey, that noisy demon looks pretty strong. Think it might be one of those code red demons? Doesn't matter to me. I'd rather not waste my time fighting it if I don't need to. I don't see it as a waste of time. Look, the Abbey only has a handful of exorcists strong enough to take something like this down, right? Probably. I'd say praetors like Lady Teresa and the legates could probably take it on. And those guys are all your enemies, right? I see where you're going with this. The Abbey is strong, both in its individual members and as an organization. And if we're to close the gap between us and them, we need to fight strong opponents like this demon. That's what I would do. But you're free to make your own decision. All right. I'll concede the point. But we should determine just how strong it is first. I don't want us to bite off more than we can chew. That goes without saying. I'd rather not get myself killed due to inadequate preparation. You don't have to worry that much. If you want to go fight, I'll help keep you safe myself. I promise. I don't recall asking for your protection. You don't need to. Ach, wir haben so einen tollen Begleiter, aber da kommt man echt nur von der anderen Seite irgendwie dran. Aber da hinten ist auch nochmal eine Katzkiste, sehe ich gerade. Naja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon mal hier. Marschieren wir mal lieber hier weiter. So, günstiges Treffen. Endlich mal etwas hier für uns. Bam, 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 bam. Na, 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 na. Nicht mich hauen. So. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall hier noch weitere Pünktchen einsammeln. Ich meine, da unten ist ja schon die nächste Katzkiste. Und wir haben letztens, vorhin, in irgendeinem Part, ganz viele Katzpunkte ausgegeben. Das ist natürlich dann nicht so schön. Wahrscheinlich wird die jetzt auch ganz schön teuer werden. Hallo? Was ist das da für ein blauer Punkt? Hä? So, wahrscheinlich einfach nur, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum da ein blauer Punkt ist. Ach Mann, wie ich da nicht drüber rennen kann. Da ist nur so eine kleine Kante und ich kann da nicht drüber rennen. Das ist sehr schade. Aber na gut. Sehr schön. Sehr, sehr cool war das gerade. Das war mal richtig cool. Yeah. Geschafft. Oh, immer noch eine Kante. Jetzt mache ich einen großen Bogen drum, ey. So, da hinten ist noch ein Vieh. Mich triffst du nicht nochmal von hinten. Diesmal nicht, Freundchen. Ey, ich finde das cool, dass sie das so oft machen. Ich glaube, ich habe das bisher in noch keinem Tales of Spiel gehabt, dass die Begleiter so oft ihre mystisches Art benutzt haben. Also so oft vor allem. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Für ein Gebiet, für eine Höhle. Galles Seestraße, tiefes Moorgebiet. Ach, das ist sogar das, wo wir hin müssen. Ja, super. Haben wir es ja gefunden. Hier müssen wir lang. Na dann. Gehen wir mal hier lang. Hm.
Wenn das geht. So. Aber ich denke mal schon, ne? Wenn wir hier lang müssen. Yeah. Yeah. Jawohl. Moment, da unten ist noch ein Kügelchen. Das nehme ich noch mit. Zack. Ah, dann gehen wir mal eben schnell die vermisste Person noch suchen. Das wird ja nicht allzu lange dauern, denke ich mal. So, perfekt. Ich drücke immer den falschen Knopf. Da hinten ist auch unser Sternchen. Warte mal, was ist das? Besiege den Dämon der Alumstufe Rot. Ah, okay, das machen wir dann auch noch. Das machen wir danach. Jetzt werden wir erstmal hier den Vermissten suchen. Gefährliches Treffen. Ach, komm schon. Na also, ist ja doch nicht so gefährlich. Nein, 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 ich bin schon wieder... Ja, ich mag das immer nicht, wenn ich gestunt bin. Das ist immer sehr, 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 sehr ätzend. Genauso wie hier, wenn Lapisent gestunt ist. Das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen ihm helfen. Moment. Yeah, mystisches Art. Ach, du bist so cool, Eisen. Übrigens, hattet ihr mir auch in die Kommentare geschrieben? Nein. Abbrechen. Ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, von wegen das Eisen, das, der aussieht wie von, wie der Bruder von Edna aus Tales of Cestiria. Und angeblich soll das ja sogar stimmen. Und ich habe dann selbst auch nochmal nachgeguckt, ob der Bruder von ihr wirklich Eisen hieß. Und Tatsache, der hieß Eisen. Ey, das ist so, so cool eigentlich gerade. Oh nein, wir haben hier die ekligen Feen. Die mochte ich ja noch nie. In Tales of Cestiria mochte ich die auch immer nicht. Das war jetzt aber nicht so gut irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das nicht so richtig geklappt hier. Egal, sie sind trotzdem kaputt. So. Da hinten sind noch ein paar Kugeln und ein Kraut. Die müsste ich eigentlich auch mal endlich futtern, die Kräuter. Ich sammle sie die ganze Zeit auf, aber benutze sie noch gar nicht. Was dann total, was eigentlich total doof ist, weil, weil die ja meine Werte verbessern. Von daher sollte ich sie vielleicht auch mal futtern. Ja, yeah, stirb, 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 stirb! Woo! So. Oh, eine Kugel. Okay, was ist das Rote? Was ist das Rote? Da will ich jetzt sofort gucken. Natürlich müssen wir hier erstmal den Stein darunter schubsen. Ich finde, wir kommen bisher echt gut voran. So, noch eine Kugel eingesammelt. Jetzt will ich wissen, was das Rote ist. Das ist bestimmt irgendwie sowas so, hey, hier kommst du nicht weiter oder sowas. Ah, oder es ist ein schwieriges Monster. Ach, die werden mir also auch angezeigt. Die Frage ist, bei dem schwierigen Monster, wenn ich dann das nicht schaffe, dann bin ich wahrscheinlich tot, ne? Mausetot, nehme ich mal an. Und ich kann jetzt gerade hier nicht abspeichern. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ich habe ja jetzt schon so lange nicht mehr gespeichert. Aber ich würde es so gerne versuchen.
Boah, ich würde das so gerne versuchen. Aber okay, wir gehen erstmal lieber wirklich weiter Richtung, Richtung unserem Zielpunkt. Und dann gucken wir hier später, wenn ich mal die Möglichkeit habe, abzuspeichern, dann gucken wir hier mal wegen dem Monster. Weil wir kennen solche starken Monster ja eigentlich schon aus Tales of Zestiria. Da gab es ja auch ganz viele starke Monster, glaube ich. Und da gab es ja wirklich so ein paar Monster, die waren verdammt schwierig. Tatsächlich. Also ich sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen und jetzt sagen, so ja komm, ich mach sie alle platt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dementsprechend muss ich da ein bisschen aufpassen und ich will echt nicht alles nochmal machen jetzt hier. Nur weil ich bisher noch nicht gespeichert habe. Yeah. Vor allem bei so starken Monstern kann ich ja dann nicht so oft, wie ich will, meine tolle Faust rausholen. So, oh, meine Expedition ist schon wieder zurück. Mensch, das ging aber schnell. Oh, wir haben zweimal verloren. Aber dafür Piratenflagge namenlos gefunden, was auch immer das ist. Neues Extra entdeckt. Fernrohr. Yeah. So, was gibt's denn noch alles, was wir da entdecken könnten? Ich schicke sie auf jeden Fall nochmal los. Aber ich gucke mir jetzt nochmal die Gebietsinfo an. Piraten, Frisch, Fischplatte, das war das Rezept. Fernrohr, achso, das ist ein Accessoire. Piratenflagge namenlos. Ja, zwei Items fehlen noch. Wenn wir die zwei Items gefunden haben, dann bin ich schon zufrieden. Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Hängt wahrscheinlich auch mal wieder hier vom Glück ab. Wie viel Glück man hat und so weiter und so fort.